Hey, hier ist wieder euer Pokerface und heute geht es um das Thema Abo gegen Abo bzw. Zap vor Zap, was eindeutig verboten ist nach den YouTube-Richtlinien. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin davon auch langsam genervt. Ich lese unter meinen Videos immer häufiger so von wegen, hey, ich habe dich abonniert, schau doch auf meinem Kanal auch mal vorbei. Und wenn man das nicht innerhalb von wenigen Stunden dann tut und ein Gegenabo macht, dann sieht man seine eigene Abonnentenzahl auf dem Channel auch wieder fallen. Und hey, was soll das? Das ist totaler Quatsch und ich bin davon einfach absolut genervt und ich werde dieses Abo gegen Abo Modell auch niemals unterstützen, denn es hat auch ganz klare Konsequenzen zur Folge laut den aktuellen YouTube Richtlinien, welche das sind und wie ich meine, dass ihr dadurch auch euren eigenen Kanal richtig gut kaputt macht, das seht ihr am Ende dieses Videos. Ich würde sagen, wir gehen jetzt als erstes einmal an den PC, wo ich euch im ersten Schritt erstmal mit der Facecam die aktuellen YouTube Richtlinien dazu kommentiere und sehen uns danach nochmal wieder. Also bleibt dran, bis dann, euer Pokerface. Da sind wir nun also bei den Richtlinien zu den Abonnentenzahlen bzw. Sub for Sub, Abo gegen Abo von YouTube bzw. Google. Ich verlinke euch diese natürlich selbstverständlich unter dem Video nochmal als Quelle, damit ihr sie auch selber nochmal ganz genau nachlesen könnt. Ich würde das dringendst auch empfehlen, denn das ist eine sehr, sehr wichtige Richtlinie. Ja. Im ersten Absatz geht es einfach nur darum, wo werden euch die Abonnentenzahlen angezeigt. Da ist nichts Spektakuläres dran. Das Einzige, was sehr interessant ist, wie ich finde, dass mit 48 Stunden Verzögerung euch in den YouTube Analytics eure Abonnentenzahlen angezeigt werden und dort dann schon überprüft sind. Und auf eurer Kanalseite werden euch direkt die Abonnentenzahlen angezeigt, sind dann aber noch nicht überprüft und können deswegen dann auch nochmal in den 48 Stunden zurückgehen bzw. zurückgenommen werden. Genau, da geht YouTube im zweiten Absatz nämlich drauf ein, dass sogenannte Spam-Abonnenten, das bedeutet Abonnenten, die ganz, ganz viele andere Kanäle auch abonniert haben und eigentlich gar kein Video von euch wirklich richtig angeschaut haben bisher, entfernt werden als Abonnentenzahlen, allerdings weiterhin in ihrer Abo-Feedbox eure Videos eingeblendet bekommen. Dann, und das ist der wichtige eigentliche Absatz, auf künstlichem Weg Abonnenten gewinnen. Das Wachstum deines Kanals sollte unserer Meinung nach durch hochwertige Videos, die Zuschauer begeistern und zu einem Abo bewegen, bewirkt werden, nicht durch künstliche oder abgesprochene Deals. Punkt 1. Das sogenannte Sub for Sub einem anderen YouTuber anzubieten, auch Abo gegen Abo. Seinen Kanal zu abonnieren, wenn er im Gegenzug deinen abonniert, ist nicht zulässig. YouTuber, die einen solchen Austausch anbieten, riskieren verringerte Abonnentenzahlen und Verwarnungen aufgrund eines Verstoßes gegen die Nutzungsbedingungen. Schlimmstenfalls wird der Kanal entfernt. YouTube sagt also ganz klipp und klar, es gibt Verwarnungen dafür, es gibt im schlimmsten Falle eine Kanalentfernung für ein Abo-for-Abo- bzw. Zap-for-Zap-Modell. Dienste zur Steigerung, es geht um Drittanbieter, andere Webseiten und so weiter sind natürlich auch nicht legal. Kauf von Abonnenten ist natürlich nicht legal und auch der Austausch von Abos sozusagen auf anderen Drittanbieter-Webseiten ist auch nicht gestattet. Dazu sagt YouTube im letzten Satz: Du kannst den Kanal eines Freundes abonnieren oder deine Zuschauer bitten, deinen Kanal zu abonnieren. Das ist also völlig okay in dem Rahmen. Im Rahmen eines Austauschs sind diese Aktivitäten aber nicht zulässig. Und damit betont YouTube in diesem letzten Satz nochmal das, was sie eigentlich in dem ganzen Absatz schon vorangehend anführen. Es ist nicht zulässig, ein Abo gegen Abo zu machen. Und auch nicht darauf hinzuweisen oder irgendwie darauf hinzudeuten, dass, hey, du abonnierst mich, ich abonniere dich dafür. Das ist nicht zulässig. Und es kann zu einem Verstoß führen. Das bedeutet, wenn ihr eine Verwarnung eingetragen bekommen habt von YouTube selber gegen die Nutzungsrichtlinien, wird die in der Regel nie wieder von eurem Kanal sozusagen entfernt oder erst nach sehr, sehr, sehr langer Zeit so. Das verhindert wiederum, dass, wenn ihr das jemals vorhabt, euer Kanal monetarisiert werden kann. Nicht mehr dann möglich. Und es ermöglicht auch kaum noch Chancen darauf, dass, wenn ihr daran auch Interesse habt, irgendein Netzwerk noch beitreten könnt. Auch diese Möglichkeit ist damit gestrichen. Das ist Punkt 1. Punkt 2, im allerschlimmsten Fall, und das kann bei Abo-for-Abo-Modellen sehr schnell passieren,
wird euer Kanal komplett entfernt und ihr habt keinen Kanal mehr, einschließlich aller Videos. Das sagen also die YouTube-Richtlinien ganz klar aus. Es droht euch die Kanalentfernung im schlimmsten Fall und mindestens Verweise und Verwarnungen. Ja, bleibt dran. Ich sage euch gleich noch, warum das euren Kanal auch langfristig schädigen kann und gebe meine eigene Meinung noch dazu kund. Und wir sehen uns nach diesem Schnitt wieder. Also bis gleich, euer Pokerface. Das waren also die aktuellen YouTube-Richtlinien zum Abo-gegen-Abo-Ding bzw. Zap-for-Zap-Modell. Ja, und ihr habt gesehen, es kann sogar in letzter Konsequenz zur Kanalsperrung für euch führen. Es kann dazu führen, dass euer gesamtes Google-Account gesperrt wird. Und ist es euch das dann wirklich wert? Ihr habt kurzfristig 50 oder 100 Abonnenten mehr, vielleicht mehr oder weniger so. Und dann ist euer Kanal komplett weg. Es bringt euch also nichts. Punkt 1. Punkt 2. Ich abonniere doch nur Kanäle, die mich persönlich irgendwie interessieren, dessen Videos ich auch regelmäßig schauen möchte so und wo ich immer mal wieder vorbeischaue. So, das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt, und das ist der wichtigste, ich möchte mit euch als Zuschauer zusammen eine Community aufbauen. Ich möchte, dass ihr euch in den Kommentaren beteiligt an meinen Videos, so mit mir gemeinsam meine nächsten Videos auch gestaltet. Zum Beispiel in den Politikvideos eure eigene Meinung in die Kommentare schreibt, so mit mir in einen Diskurs auch tretet. Wir diskutieren auch mal über ein Thema oder in den Let's Plays Videos ihr mir eure eigenen Ideen, eure Vorschläge in die Kommentare schreibt, mit einbringt und ich diese dann in den nächsten Let's Plays Folgen umsetzen kann. Daran habe ich doch Spaß, darauf habe ich Bock, so, das ist das Ding, warum ich auch YouTube mache, so, um mit euch gemeinsam eine Community aufzubauen, so, und das kann ich einfach nicht mit irgendwelchen toten Abonnenten, die mich nur abonniert haben und dass ich ihren Kanal abonniere, aber in Wirklichkeit überhaupt kein Interesse haben an dem, was ich so auf meinem Kanal zeige und an meinen Videos und diese auch gar nicht ansehen. So, das ist Punkt 3. Punkt 4, auch langfristig gesehen, bringt es euch nichts und macht euren Kanal kaputt. Warum? Denn der YouTube-Algorithmus tut im Hintergrund erkennen, okay, der hat jetzt, sagen wir mal, 1000 Abonnenten so, aber von dem schauen vielleicht 50 oder 100 oder so nur die Videos und gucken die sich nur an. Da kann ja irgendwas nicht stimmen. Die Videos sind also für den Algorithmus uninteressant. So, damit werden eure Videos, die wo ihr schon 1000 Abonnenten habt, aber nur von 100 oder so geschaut werden, so auch langfristig negativ bewertet. So, und das kriegt ihr nicht mehr raus. Das heißt, es bringt euch auch langfristig gesehen nichts, auch wenn ihr später dann mal Wachstum erreicht habt, so, und macht euren Kanal auch langfristig kaputt. Das ist der vierte Punkt. Also, tut euch einfach den Gefallen. Denkt an die Konsequenzen, die es haben kann. Euer Kanal kann komplett weg sein. So, lasst es also einfach sein. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie seht ihr das? Wie steht ihr zu diesen YouTube-Richtlinien? Wie seht ihr das als kleinerer Kanal? Habt ihr dieses Abo-vor-Abo-Ding vielleicht selber schon mal gemacht? Kanntet ihr die YouTube-Richtlinien bisher dazu? Schreibt es mir in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Sonst vergesst den Daumen nach oben nicht, wenn euch das Video gefallen hat, und über ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Ich bin raus, bis zum nächsten Video, euer Pokerface.